Frau Niemann. SAT, Sonnenalternativtechnik. Was ist denn die Alternativtechnik? Sonne weiß ich. Was ist denn noch? Wir haben Energiekonzepte von bis. Bei uns können Sie auch einen Kleinstwindgenerator bekommen, solarthermische Beratung. Hm. Also. Und jetzt stehen wir hier bei einem Elektroauto. Richtig. Das gehört sozusagen auch ins Paket. Liebe Eltern, für Kurzstrecken gibt es in dem Auto eine 6. Sehe ich gerade nicht. Was ist denn das Schöne am Elektroauto? Man hört es nicht kommen, man hört es nicht fahren? Ja, das ist eigentlich das Schönste. Für mich ist das so, es hat so ein Autoscooter-Feeling, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin also ganz begeistert auch von dem Delta 1, den wir hier sehen können. Im Autoscooter-Feeling sind Sie doch noch drin, erzählen Sie mir doch nichts. Nein, das ist nicht mehr ganz so. Aber das Schöne ist wirklich, ich habe heute also Lars das erste Mal mitgenommen. Und das Schöne, finde ich, für mich persönlich, ist wirklich das lautlose Anfahren. Ja. Ich verstehe, also ich merke einfach nicht, dass der Motor schon läuft. Das Geräusch fehlt, aber gerade das macht den Zauber aus. Gibt es ganz, ganz viele Skeptiker. Wie überzeugen Sie die, die sagen, Mensch, also lieber ein bisschen Motor hören, nachher höre ich den nicht auf der Straße und ich kann ja gar nicht tanken oder ähnliches. Wie überzeugen Sie denn die Skeptiker? Also in der Tat ist das ein Problem, dass man wirklich diese Autos nicht hört. Da muss etwas passieren, weil wir einfach da automatisiert sind. Wenn Sie sich selber mal beobachten und an der Straße stehen, dann werden Sie merken und feststellen, dass Sie gar nicht sehen, dass das Auto kommt, sondern dass Sie es erst hören. Und das wird ein Problem werden, aber da werden wir reinwachsen und das wird funktionieren. Und das Problem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist ganz klar im Moment. Aber daran arbeiten wir. Natürlich. Sie sowieso. Ja, selbstverständlich. Okay, dann wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg. Toi, toi, auf alles, was kommt. Und wenn man neugierig ist, man kann Sie fragen. Immer. Danke. Gerne. Vielen Dank.